Das eigene Bondora-Account mit der Performance von anderen vergleichen. Wie geht das? Hallo und willkommen zu einem brandneuen Video. Ich bin der Johannes und auf meinem Kanal geht es ums Investieren hauptsächlich in Privatkredite. Und heute gibt es ein kleines How-to-Bondora. Ich zeige euch, wie ihr in eurem Bondora-Account ganz einfach euch mit der Performance von anderen Investoren vergleichen könnt. Und dazu reden wir gar nicht lange rum, sondern ich nehme euch sofort mit ins Account. Hier ist das Bondora Dashboard. Hier kommen wir an, wenn wir uns gerade eingeloggt haben. Wenn wir uns jetzt mit anderen vergleichen wollen, können wir das auf der Plattform auf zwei verschiedenen Wegen tun. Und zwar können wir erstens hier auf Statistik klicken im Menü. Wenn wir jetzt hier runter scrollen, dann sehen wir hier eine Grafik, die heißt, vergleichen Sie Ihre Rendite mit der anderer Investoren. Da können wir jetzt sehr schön sehen, wer hier alles Verluste macht. Das sind gar nicht mal so viele Prozent der Investoren. Die meisten machen tatsächlich Gewinne. Da geht es ab 4,4% der Investoren machen 0 bis 5%. 14, also knapp 15% der Investoren machen zwischen 5 und 10%. Knapp 35% der Investoren machen zwischen 10 und 15%. 32% der Investoren machen zwischen 15 und 20% und die hier 25 plus Prozent verdienen, sind 3,1% der Investoren. Also geht eigentlich schon ganz gut ab auf der Plattform. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir hier auf Cashflow klicken und da sehen wir eigentlich eine Grafik, die zeigt uns, welche Zinsen wir eigentlich erhalten sollen, also welche geplant sind. Geplante Zinsen gesamt ist die rote Kurve und zeigt uns auch, was wir tatsächlich dann jeden Monat erhalten haben, also erhaltene Zinsen gesamt. Das ist die blaue Linie hier. Im Monat Juni waren 128,48 Euro insgesamt geplant. Angekommen sind nur 73,96 Euro. Wie so oft bei Bondora gibt es oben rechts in der Ecke einer jeden Grafik ein Einstellungsrädchen. Und wenn wir da hier mal draufklicken und unter Prognoseeinstellungen zu den Prognoseeinstellungen gehen, dann können wir hier zum Beispiel anklicken, ausschließliche Nutzung Ihrer Portfolio-Historie. Wenn ich das einmal auswähle, hat man gesehen, hier wird eine automatische Änderung gemacht an diesem Regler. Und dann hier noch auf Laufzeitanpassungen verwenden gehe und das anklicke und aktiviere und dann speichere, ganz wichtig. Dann verändert sich auch die Kurve und die sind sehr nah aneinander gerückt. Warum? Weil jetzt alle Ausfälle, die zurzeit bei mir so passieren, damit eingerechnet sind und dass die Kurve nach unten korrigiert sozusagen. Ja, weil man nie wirklich das komplette, die kompletten Zinsen erwarten kann, die auch geplant sind. Das funktioniert einfach nicht. So, und dann kann ich hier zum Beispiel sehen, geplante Zinsen im Mai waren 74,32 Euro. Und tatsächlich bekommen habe ich mehr als jetzt nach dieser Rechnung erwartet werden hätte können. Aber das war ja gar nicht, was ich euch zeigen wollte. Eigentlich zeigen wollte ich euch die andere Prognoseeinstellung, nämlich umfassende Nutzung des Bondora-Portfolios. Da werden jetzt die ganzen Investoren genommen, in einen Topf gepackt und da wird dann der Durchschnitt errechnet. Also was man erwarten kann und was man tatsächlich erhalten hat. Wenn ich dann hier auf Speichern klicke, wieder, dann hat man hier wieder andere Kurven. Was wird jetzt angezeigt? Die rote Linie zeigt jetzt, welche Zinsen ich hätte erwarten können, wenn man alle Bondora-Portfolios, die es gibt, berücksichtigt und deren Ausfälle eben mit einrechnet. Ist in dem Fall genau umgekehrt. Geplante Zinsen sind dann weniger, als ich tatsächlich erhalten habe, weil das Portfolio anscheinend, also nach dieser Grafik zumindest, besser performt als der Durchschnitt. Auf diese Weise kann man sich zum Beispiel mit dem Bondora-Durchschnitt vergleichen. Also die ganzen Portfolios werden berücksichtigt und der Durchschnitt daraus berechnet. Natürlich sind da auch diejenigen dabei, die Verluste machen und weniger Rendite pro Monat verdienen. Das ist eben dieser Unterschied, den man hier sieht, dass ich eigentlich weniger hätte erwarten können, aber mehr tatsächlich bekommen habe. Das waren die zwei Möglichkeiten, wie ihr euch hier unter Statistik direkt mit anderen vergleichen könnt oder unter Cashflow mit dem kompletten Bondora-Durchschnitt.
Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr so gemacht habt mit den verschiedenen Privatkreditplattformen, egal ob es jetzt Bondora ist oder andere wie Mintos, Twino, Lendico, Auxmoney, Crossland und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Eure Erfahrungen und Meinungen würden mich auf jeden Fall interessieren. Damit sind wir wieder am Ende eines Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mich hier gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video dieses Kanals. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und damit wie immer bis zum nächsten Video.